Okay, Ruben, it's time for a game. Was? Ruben? Ruben schubsen. Nein, der Arme. Was machen wir denn mit Ruben? Och nee, mach das nie wieder. Story mode. Heroes can come from unlikely beginnings. And broken friendships can lead to dark rivalries. When the world is in danger, fate calls on the ordinary. To do extraordinary deeds. And go on journeys they'd only dreamed of. Our heroes, thrown together by fate, must now seek help from a legendary inventor. But the question remains, will it be enough to save the world? Ja, scheint weiter zu gehen mit der Story. So, da sind wir in einer weiteren Lorenfahrt durch den Nether. Ja, halt die Ohren noch Monstern offen. Jetzt können die wieder in Gast kommen. Und dann müssen wir bereit sein. Sind im Nether. Genau. Ist hier nicht gerade ungefährlich. Autofokus, Kamera. Wie wäre es mit Schärfe? Danke. Geh doch. Ah, sag ich doch, ein Gast. Das sah schmerzhaft aus, in der Tat. Ausweichen! Wir wollen hier nicht verbrutzelt werden. Auch Edgar soll noch nicht zum Spanferkel werden. Nein. Die Loren! Minecarts! Ja, wie kommt man jetzt weiter ohne Loren? Trick ist, um die Waffe zu wechseln. Okay. Ich dachte jetzt eher, da kommt ein Bogen raus oder so. Ein härteres Schwert. Ein härteres Schwert. Aha. Ich müsste ja mal zurückschlagen hier. Was denn? Ach so, ich müsste mal schießen hier. Mach keinen Scheiß, Jesse. Ich weiß noch nicht, wie man schießt hier. Ich bin gleich wieder tot. Oder er ist tot. Genug Herzen hatte ich. Sah mal kritisch aus. Ja, wir haben die Minecraft-Cards doch noch gerettet. Weiter geht's. Indiana Jones mäßig durch die Minen. Nice. Redstonia, here we come. Redstonia. Redstone active. You're about to meet the greatest redstone builders in the world. Die größte Ingenieurin von Redstone in der Welt. Ganz Minecraft der Welt. Incredible. Do you think Elagard will be willing? Die wird uns hoffentlich helfen. Dafür sind wir doch hier.
Na, willkommen in Redstonia. Mal schauen, was wir da so entdecken in Redstonia. Oh, in Minecraft Story Mode Schildchen. Sind wir jetzt offiziell angekommen in Episode 2? Telltale Games präsentiert in Zusammenarbeit mit Mojang Minecraft Story Mode. Die Regie hat Jason Latino. Aha, die Umgebung wurde von Jeff irgendwas entwickelt. Die Animation von Jeff Starr und so weiter. Noch andere wichtige Persönchen, die eingeblendet werden. Und der Soundtrack, der ist hübsch. Die hält eine Rede. Der Fäßblock? Was willst du denn mit dem Fäßblock? Eine neue Ära. Aha. Ein Redstone-Hebel. Ja, Redstone ist schon beeindruckend, was man da so machen kann. Oh oh. Sieht so aus, als würde die Treppe verschwinden. Ja, oh crap. Excuse me, Mr. Calvin, was it? We need to speak to Elagard. It's urgent. Oh, I'm afraid that. Ja, das geht natürlich auch nicht. She's on lockdown until she completes her next great invention. But lucky for you, I'm here. How can I help you? Ja, er ist da. Können wir mal mit ihr reden? Wir wollen nicht nur mit so einem Sekretär reden, wir wollen hier mal zur Chefin. No, I'm afraid not. Look, I can tell you're not from around here. Level with me. Who are you? Why do you need to see Elagard? Da haben wir so ein bisschen was, was die Welt betrifft. Ja, die Welt steht vor dem Untergang, so ungefähr. Den müssen wir mal retten. Ja, Mann. Junge, es geht um etwas Größeres. Ja, darum geht's. Ja, auf einmal ist es interessant. Ja, na klar. Ich hab's zwar nicht ganz gelesen. Oh, scheiße. Das war die falsche Idee. Ich hab dann nicht ganz gelesen und hab dann, oh Mann, das war eine Sau-Scheiß-Entscheidung. Kacke. Jetzt sind wir das Teil los. Das könnte eventuell die Story ein bisschen verändern. Ja gut. Let's fail, würde ich sagen. Ich will das Ding doch nicht aus der Hand nehmen. Aus der Hand geben. So ein Mist. Sind wir hier als Donia und können mit ihr nicht sprechen und haben auch keinen Beweis für irgendwas. Ach du Mann. Ein Springbrunnen. Springbrunni. Können wir mal reingucken, vielleicht gibt es da irgendwas. Ja. Das ist amazing. Aber das ist, was nicht amazing ist, das ist, dass wir hier unseren schönen Amulett hier verloren haben. Ein Lava-Vorhang, aha. Da willst du nicht hinter wohnen. Hey, wie geht's dir? Elvis-Imitat oder was?
next great revolution in entertainment? It is pretty amazing. Sort of creation that Elgard's future protege might know. Was passiert hier? Exactly. This friend of mine is the bovine lava disco. Lava disco. Perfect fusion. Ein paar Kühe, die auf der Stelle tanzen. Okay. Brauchst du Hilfe? Für irgendwas? Ja, dir geht's gut, das sehen wir. Was gibt's noch? Sorry, friend. Actually, just used my last one on this puppy. One of the key components that helps the cows dance. I'm actually gonna keep on. Who won? Enjoy the dancing cows. Tanzende Küken. Ah, okay. Was wissen wir mit tanzenden Küken? Also auch ein paar tanzende Kühe. Die hilft uns offensichtlich nicht sehr viel weiter. Sprechen wir auch noch mit ihm hier. Na komm, sprechen wir mit ihm hier, sagte ich. Ein Schüler scheint das zu sein. Hey, what's up, what's up? Hat doch so eine Uniform an. Die beste Maschine in Redstonia. Ah, okay. Erzähl mir mehr von der Maschine. Das will ich hören. Tell me about this machine of yours. It's freaking huge. Oh. Ein Roboter, Terminator, Dingens, das Does it do anything other than be big? It walks, I think. But most importantly, it'll totally nab me the spot as Elagard's protege. Why am I telling you all this? I'm trying to become Elagard's protege over here, and you're probably all in cahoots with that disco weirdo over there. Konkurrenz zwischen den Nerds hier in Redstonia. What's he been telling you about me, huh? He's just jealous. Doesn't think I deserve Elagard's protege. Which I will. Aha. Ich will hier keinen Ärger machen, ganz ehrlich. None of my business. Fine. Nicht mein Problem. Der Rivalitäten hier. Ja, ein Redstone-Kreis hier. Sieht doch sehr interessant aus. Können wir uns mal da rumkümmern? Ach, die Steuerung. 5 Parts und ich verstehe es immer noch nicht. Es sind noch 5 Parts jetzt hier. Nein, das ist der 5. Das müsste. Das ist der 4. Oder wie viel? Ach, ich bin raus. Sagt mir es. Sagt ihr es mir, wie viel der Part das jetzt ist. Ja, schön und gut. TNT? Ich sehe TNT da oben. Wir sind doch in Redstonia, nicht in Tintionia. Was macht der Roboter mit TNT? TNT. Ja, so ungefähr. Dann haben wir den Roboter. Was kann der eigentlich? Außer mit TNT-Armen rumfuchteln und gefährlich sein. So. Du hast doch bestimmt was zu sagen, Madame hier. Nein, hat's nicht. Joa, schade. Hier noch was, was wir untersuchen können. Den Springbrunnen, den haben wir schon besucht. Was? Kutapult. Okay. Das klingt doch interessant. Schauen wir da mal vorbei. Was haben die denn hier so erfunden? Für den Wettbewerb. Für den Elegant. Da gehe ich aber ziemlich weit. Ein Kutapult, das heißt also Kutapult. Das bedeutet also. Eine Kuh schubsen. Wollen wir jetzt zum Kuhschubser oder was? Ist das denn sicher? Okay, Ruben, it's time for a game. Was? Ruben? Ruben schubsen. Nein, der Arme. Was machen wir denn mit Ruben? Och nee, mach das nie wieder.
Das arme Schwein. Kuhtrapult. Können wir jetzt eine Kuh schubsen? Hops. Congratulations. You've just managed to catapult a cow for no apparent reason. Ohne vernünftigen und deine Kuh katapultiert. Ja, ich schub's halt gern Kühe herum. Und auch Rubens. Ein alter Mann. Können wir den auch herumschubsen? Hi there. What? Look, you're gonna have to... Oh, I just said ja. I. Alter Mann. What can I do for you? You wanna see my TNT cannon? Ich sagte hi. Say something? Der braucht bestimmt... Der hat bestimmt einen Verstärker. Sorry. None of those to spare. Ob du einen Verstärker hast? In die Kuppel befördern. In die Kuppel befördern. Hast du uns gehört? In die Kuppel befördern. Deine Maschine. Stimmt, der hat auch eine Maschine. Soll ich mal erklären. Die können nützlich sein. Wir müssen da hoch. Redstone Dust. Redstone. Staub. Können wir die benutzen? Die liebe Apparatur. Eine Truhe. Schauen wir ran. Alter Mann, mit dem haben wir schon geredet. Joa, sonst noch Ideen? So für den Verlauf des Parts hier. In Energiequelle. Ah, schön. Oh man, he took the repeater. Ein Verstärker geschnappt. Ein Verstärker müssen wir finden. Die Hebe bringt nichts, wenn kein Verstärker zwischenlässt. Einen weiteren Verstärker. Oliver, hast du schon einen Verstärker gesehen? Ja, die Öffnungen sind unglaublich. Was man so mit Redstone machen kann, aber wir brauchen einen Verstärker. Ja, gibt es da ein Rezept für oder so? Ja, eine Redstone Dust haben wir schon. Ziemlich beeindruckend ist das Ganze schon. Ja. Wir müssen zu Elegard kommen. Bitte mach mal hier. Wie kommen wir hin? Ja. Okay. Ein Command-Block. Sehr interessant. Ja, ich komme darauf zurück. Wir kommen nochmal irgendwann mal. Sucht uns mal nach ein paar Fackeln. Die brauchen wir doch dafür, oder? Gab es noch ein paar Sachen, die wir benötigen? So. Mabel. Reden wir mit Mabel. Da haben wir mit der schon geredet. Mabel? Haben wir mit dir schon geredet? Mabel? Hast du was zu sagen? Mabel, wo gehst du denn hin? Ansehen. Okay, da waren wir noch nicht. Ja, die Kühe könnten unter Umständen sehr traumatisiert sein. Das kommt vor, wenn man die ganze Zeit durch den geschubst wird. Ja, mit der haben wir schon geredet. Natürlich Luft schleudern. Ja. Das ist bestimmt ein gutes Leben. Ich brauche einen Verstärker. Hast du einen Verstärker? Kannst du uns bestimmt weiterhelfen? Nein, keinen. Ja. Oh, spare me the false compassion. Deep down in all people, there lurks the overwhelming desire. Kühe werfen. Ja, dieser überwältigende Wunsch. Hatte auch mal so meine Freizeit. Ab und zu mal eine Kuh werfen, das, ja. Eine Kuh schubsen, das mache ich gerne mal. Boomtown, ja, da müssen wir wahrscheinlich auch reden. Zu dem lieben G&G-Mensch.
Nee, hier gibt es nichts zu sehen. Joa. Das ist doch ein Schaltkreis. Vielleicht können wir da was rausrupfen. Oder? Können wir das nicht? Das ist ein Verstärker. Können wir den klauen? Ein wichtiges Bauteil in Lava-Disco. Was brauchst du denn hier? Lava-Disco-Führerin hier. Gib her. Kann ich den Verstärker haben? Gib's den mir. Können wir den mal kurz ablenken hier? Damit wir uns den Verstärker klauen können. Können wir bitte mal den verdammten Verstärker haben? Den brauche ich. Der Schuljunge. Steal all my ideas, huh? Ja, es weg, wir haben ihn abgelenkt. Komm. Holen wir uns den Verstärker. Holen wir uns den Verstärker. Komm, komm, komm. Verstärker holen. Nehmen wir mit. Zack. Oh no, my machine! Oh my cows! Ja. Oh, something's gone wrong. Deine Kühe. Ja, schnell weg mit dem Ding, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, er war's. Ich war's auf keinen Fall. Weg. Wir müssen dahin. Wir haben eine wichtige Mission als so eine Lavamaschine. Oh, jetzt gibt's Steak. Jetzt gibt's was zu futtern. So schnell weg hier, bevor er bemerkt, dass wir hier was gestohlen haben, dass wir ihm gleich Verstärker hier abgenommen haben. Na komm. Dahin, wohin gehört mit dem Verstärker, kriegen wir vielleicht auch das Amulett irgendwann mal zurück. Verstärker hinzufügen. So, nice. Okay, that's a step in the right direction. Ist ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Einen von drei Hebeln betätigen. Ja, der in der Mitte wird doch mal gut sein. Zack. Scheint nicht viel zu nützen. Aha. Dann beschriftet er da die nicht. Ja, dann nehmen wir den linken. Das sieht schon besser aus. Und den rechten auch noch mit dazu. Ja. Tür geöffnet. Treppe da. Können wir hoch. Sieht doch nice aus. Dann können wir hinein zu Elegard. In Elegards Schloss sind wir drin. Das ist eine Redstone-Werkstatt. Sehr gut. Ein Foyer. Ja. Ja, dann mal rein da. Finde Elegard. Dann finden wir mal Elegard. Das schaut nach einem Hebel aus. Schauen wir uns das an. Oh, mal Klick. Na, mach Klick. Einmal das Gerät benutzen. Zack, zack. Damit das nicht gefährlich ist. Nee, ich glaube nicht, dass das sehr gefährlich ist. Das sieht wirklich aus. Joa, gibt's hier noch was Hübsches? Das können wir auch benutzen. Gerät benutzen. Das wird geklappert und gerattelt, raschelt hier. Schön, schön. Oh, die Tür ist offen. Durch hier. Na. Oh, gefangen. Von hinten. Tür ist wieder zu. Sieht doch nice aus hier. Kriegen wir unser Amulett hier irgendwo zurück? Jo, Elegards Palast. Elegards Büro hier. Redstone-Werkstatt. Jo. Finden wir Elegard. Was? Oha. Das könnte unter Umständen gefährlich sein. Das könnte Eindringlinge verstampfen. Joa, wie wär's denn mit dem Schaltkreis hier? Zack. Okay, almost. Definitely a step in the right direction. Joa.
auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Zack, zack. Ja, nice. Und komm, schnell durch. Durch. Oh, das war knapp, aber wir haben es geschafft. Wir sind wendig und schnell. Oh. Ja, Batterie. Switch lässt nach. Batterie ist alle. Ja, wir fassen mal lieber nichts an. Wir gehen weiter, bevor wir hier noch was kaputt machen, was uns eventuell auf den Kopf fällt hier. Ja, ja, Sachen, von denen du nichts weißt. Ja. Nicht zu viel anpassen hier. Ein Lava-Vorhang. Kommen wir doch bestimmt weiter hier. Können wir den benutzen? Den Hebel können wir doch bestimmt ziehen. Zack. Vorhang weg. Ja, das ist sehr beeindruckend. Sind wir jetzt im Zentrum oder was finden wir jetzt elegant? Da müssen wir noch ein bisschen. Wir müssen scheinbar noch ein bisschen das ein Hebel. Ziehen wir an den Hebeln. Zack, zack. Nice. Hebel sind immer gut. Hebel bringen uns immer weiter. So, was haben wir denn hier? Ein Reißverschluss. Ein Reißverschlussprinzip. Hui. Kann hochschwimmen. Scheinbar sehr gut. Kommen wir durch das ewige Labyrinth endlich mal nach oben. Na, das sieht doch nach Elegard aus. Elegard, hi, wir sind's. Ibims, ins Zwerg, ins Jesse. Da ist sie doch, die Elegard. Ja, da ist sie, die Erfinderin. Ja, wir reden mal mit ihr. Retten wir die Welt. Hallöchen, Elegard. Moin, Ibims. Kann ich mit dir reden? Elegard, was ist los mit dir? Hallo, du bleibst auch nicht stehen. Na komm, hallo. Moin, moin. Schaut so aus, als ob es aber erst im nächsten Part weitergeht. Hier bei Elegard. Ich habe mich noch umso zu euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich. Gehabt euch wohl. Haut darin. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.